Hallo, in diesem Video möchte ich dir meinen neuen Online-Kurs Peacemaker vorstellen. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Wieland Wösler. Ich mache seit 25 Jahren Natur- und Wildniskurse. Und was ich da für mich gelernt habe, ist, dass meine Leidenschaft im Mentoring liegt. Daran, andere Menschen zu begleiten, wirklich liebevoll in Beziehung mit sich selbst zu sein, mit der Natur und vor allen Dingen mit ihrem eigenen Potenzial. Dieser Online-Kurs ist inspiriert durch die Tradition der Irokesen. Die Irokesen sind eine Gemeinschaft von 6 Stämmen. Und in ihrer Geschichte war es so, dass nach einem fürchterlichen Bürgerkrieg sie mit Hilfe eines Peacemakers zum Frieden gekommen sind und ihre Kultur haben sie auf 3 Grundprinzipien aufgebaut. Das erste Prinzip ist der Frieden, der innere Frieden. Das heißt, jeder kümmert sich um den eigenen inneren Frieden. Das zweite Prinzip ist die gute Botschaft, wie sie es nennen. Das heißt, in der guten Weise miteinander zu kommunizieren. Und das dritte Prinzip ist die Einigkeit. Entscheidungen in Einigkeit zu treffen und zu schauen, dass alle aus der Gemeinschaft Ja sagen können. Wenn diese 3 Prinzipien nicht funktionieren, dann greift das vierte. Und das vierte heißt, wenn du nicht in Frieden sein kannst, brauchst du vorher erstmal Heilung. Du musst dich darum kümmern, innerlich etwas zu heilen. Und auf diesen Grundprinzipien ist dieser Kurs aufgebaut. Der innere Frieden. Was brauchst du für deinen inneren Frieden? Manchmal bedarf es der Bewegung. Manchmal ist es einfach die Stille. Teil dieses Kurses ist es, zu vermitteln, dass der innere Frieden unabhängig davon ist, wie es im Außen ist. Ja? Und dann die gute Botschaft. Ich nenne es erfolgreich kommunizieren. Wie kommunizierst du? Mit dir vor allen Dingen. Wie kommunizierst du in deinem Inneren mit dir selbst? Und dann daraus, wie kommunizierst du und wie willst du kommunizieren im Außen mit all denen, die um dich herum sind? Und dann die Einigkeit. Co-Creation. Es ist ein Akt von etwas gemeinsam kreieren. Die Einigkeit kommt nicht einfach so, weil sie einfach da ist. Gute Beispiele gibt es in der Natur. Das Co-Kreieren einer Buchecke zum Beispiel. Um aus einer Buchecke einen großen Baum werden zu lassen, ist es notwendig, dass diese Buchecke co-kreiert. Mit dem Licht, mit der Sonne, mit der Erde, mit dem Regen, mit der Feuchtigkeit. Und dass sie sich auch herschenkt für all die, die vielleicht was essen wollen. So, all das gehört mit zum Co-Kreieren. Und wenn der Frieden nicht gewahrt ist, wenn er nicht möglich ist, dann braucht es die Heilung. Und auch Heilung finden wir ständig hier draußen in der Natur. Wenn zum Beispiel ein Sturm da ist und ein Baum umweht und ein großer, vielleicht die große Buche, ja, die kracht um und wir gucken und sagen, oh, der arme, schöne Baum. Ja, das ist bestimmt auch so. Aber vielleicht ist es auch Heilung, denn dadurch, dass auf einmal Licht entsteht, dass die Buche nicht mehr steht, vielleicht können dadurch viele neue Bäume nachwachsen. So, und so kann es sein, dass Heilung bedeutet, einfach mal eine andere Perspektive einzunehmen und auf eine Sache aus einem anderen Blickwinkel zu schauen. Ja. Also, in diesem Kurs werden wir uns 4-mal live online treffen und in diesen Online-Treffen wirst du von mir Inspiration bekommen, auch zu der Tradition der Irokesen. Aber ich möchte mit euch praktisch arbeiten. Und deswegen werden wir immer wieder auch Übungen miteinander durchführen, wo ihr kommuniziert, wo ihr in den inneren Frieden geht, wo ihr auch in die eigene innere Stille kommt und es praktiziert und übt, Einheit in euch herzustellen. Und dann ist der zweite Teil,
immer zwischen den Videoblöcken, den Online-Treffen, werdet ihr Vertiefungsübungen von mir bekommen, in der Natur, alleine für euch selbst, aber auch mit anderen Menschen. Macht ja Sinn, ja, beim Frieden. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Kurs und ich freue mich, wenn du bei diesem Kurs dabei bist.